die Monate, als wir links wurden. Es ist jetzt 44 Jahre her. Wenige Monate veränderten unser ganzes weiteres Leben. Es waren die Monate, als wir links wurden. Mein lieber Mitkommunarde Sepp Kuffer, Meister des Klavierspiels, Virtuose auf der Gitarre und unübertrefflich bei den fantasievollsten Bildern unserer Utopie, hat ein Buch über diese Zeit geschrieben. Mädchen, Mystik und Musik und meine Metanoia. Die Seiten 52 bis 59 beschreiben unsere linke Schülerarbeit und die Entstehung der Schwabacher Kommune und auch ein wenig, warum wir schließlich bei der DKP landeten. Ja, Sepp, so war es. Danke für die farbige Schilderung. Die Roten. Wir schrieben das Jahr 1968. Die Notstandsgesetze und der Vietnamkrieg brachten die Studenten und sonstigen Linken auf die Straßen. Wolfgang Fuchs war mir sofort sympathisch, schon als ich ihn das erste Mal im Pausenhof sah. In der neuen Klasse saß ich nun vor ihm in der vorletzten Bank. Unsere Geistesverwandtschaft trat rasch zutage. Fuchs wusste, dass Karl Valentin mehr als ein Komiker, dass er ein Philosoph war, der die Absurdität des Alltags, des Normalen entlarvte. Das hatte ich zu dieser Zeit auch bereits verstanden, und so ergaben wir uns der valentinesken Welt, verfremdeten die Realität um uns herum und verwandelten sie bei jeder Gelegenheit in ein absurdes Theater, deuteten die Ereignisse und Dinge neu und genossen deren Komik. Endlich war ich wieder in meinem Element. Dada war wieder da. Zu dieser neuen Welt gehörten außer Karl Valentin Bob Dylan mit seinem höhnisch krächzenden Gesang, ebenso wie die Literaturzeitschriften, die zerlesenen Suhrkamp-Taschenbücher mit den Texten Freuds und Brechts, die Cartoons der Zeitschrift Pardon, der Rauch der Rothändle und die 2-Liter-Flaschen billigen algerischen Rotweins. Wolfgang Fuchs, das war eine zuverlässig verbeulte, farblose Korthose, geschnürte, formlose Wanderstiefel und der beige Wollpullover mit den verstärkten Ellenbogen. Das war der rote, sommersprossige und grünäugige Kopf des Fuchs, sein feuerrotes Drahthaar, anfänglich während seines Internataufenthaltes noch recht ordentlich kurz und gescheitelt, in den nächsten Jahren zu wirren, flammend, explodierend. Der Wolfgang Fuchs und ich wurden uns so nah, ergänzten uns, wussten bald voneinander, was und wie wir denken, waren kongenial und ließen uns das gegenseitig wissen. Wir wurden die Linken, die Roten. Uns entgegengesetzt waren die Vertreter der Schwarzen, Mitglieder der Jungen Union, ein paar kirchentreue Katholiken und Kinder evangelischer Pfarrer. Letztere konnten allerdings auch links stehen. Leute im Philosophiearbeitskreis schwärmten vom Liberalismus. Nur Mattis war Marxist von Haus aus. Sein Vater war evangelischer Pastor, Mitglied der Widerstandsgruppe gegen die Nazis um Pastor Niemöller, Antifaschist. Und hier nun, lieber Sepp, eine Korrektur von mir. Das ist nicht richtig. Erst nach 1945 arbeitet mein Vater und Martin Niemöller im Kampf gegen die Wiederbewaffnung zusammen. Ende meiner Zwischenbemerkung. Mattis wurde zum Chefideologen der Linken an der Schule. Ein großer, gewichtiger, rosiger Preuße, gern mit langem grauen Sakko in Uniformstil, das wohl dem Vorsitzenden Mao nachempfunden war, legte uns mit Pastorenstimme Karl Marx aus, wie Schriftstellen der Bibel, eindrücklich und salbungsvoll. Thomas Klingler, ein bubenhaft wirkendes, lang und dürr gewachsenes Mathematikgenie von respektlosem, analytischem Verstand, mit dem er niemanden verschonte, war der Dritte im Bunde der Roten. Er trat bevorzugt in Blaumann des Arbeiters auf, ob aufgrund politischen Bewusstseins, gewollter Provokation oder aus wirtschaftlicher Not, war nicht feststellbar. Sicher nicht aus modischen Erwägungen, wie es bei mir der Fall war, denn mir gefiel der Blaumann einfach gut.
Fuchs und Klingler waren 18 geworden und zogen infolgedessen sofort aus dem Internat in eine günstige Zwei-Zimmer-Mansardenwohnung in Schwabachs Altstadt in der Friedrichstraße. In schmale Häuschen von Mutter Schmoll und ihrer jungen Tochter, welche sich sogleich in ihre Mieter verliebten. Das musste zwar einseitig bleiben, führte aber zu inniger Freundschaft, was hieß, niemand beeinträchtigte unsere Entfaltung in unseren Räumen. In der neuen Wohnung wurde vor allem Sigmund Freud und Karl Marx studiert. Bob Dylan, Arm in Arm mit Karl Valentin, Wolf Biermann, Franz Josef Degenhardt, Françoise Villon und mehrere Rockmusiker waren unsere Genossen. Schularbeit wurde auf das Notwendigste reduziert und wenn überhaupt, dann gemeinsam erledigt, wobei uns immer wieder Klinglers mathematischer Verstand weiterhalf, mit dem er meistens aus der Horizontalen dozierte, wegen der andauernden Rückenschmerzen, die ihm seine Skoliose bereitete. Es kommt auf das Bewusstsein an, nicht auf das Wissen. Was unseren Lebensstil anlangte, so hielten wir es mit dem Balischen, wozu auch die Zufuhr starker, filterloser Zigaretten und Rotwein gehörte. Die Bundestagswahl 1969. Die Kommune plakatierte für die ADF, Aktion Demokratischer Fortschritt, eine Bündnispartei aus meistens linken Parteien wie DKP, Deutsche Kommunistische Partei, DFU, Deutsche Friedensunion und anderen. Wir gründeten die alternative, volkseigene Schülerzeitung Interesse, ein linksanarchistisches Schülerblatt, das hektografiert wurde, um spontane redaktionelle und gestalterische Freiheit zu ermöglichen. Wir durften dazu den schuleigenen, handbetriebenen Schablonendrucker nutzen, mit dem sonst Schulaufgaben und Mitteilungen abgezogen wurden. Damit sparten wir zudem Kosten. Die grafische Gestaltung war meine Aufgabe, was bei dieser Technik schwierig war. Hauchdünne Folien mussten mit Schreibmaschine beschrieben und Zeichnungen mit einem Griffel oder Kugelschreiber vorsichtig hineingeritzt werden, durch die sich dann beim Umdruck die Druckereischwärze presste. Meine Fertigkeit wuchs von Ausgabe zu Ausgabe. Ich konnte mit meiner Strichtechnik sogar dreidimensional wirkende Figuren zeichnen. Allerdings kamen die von absurdem Humor bestimmten Zeichnungen und Gedichte nicht bei allen gut an. Ein Lateinlehrer lobte in einem Leserbrief Interesse grundsätzlich, meinte aber, dass die Zeitung zu sehr vom subjektiven Geschmack Einzelner, damit meinte er mich, geprägt wäre. Der Liberalismus der Schule war bemerkenswert. Man beobachtete uns ohne Hysterie. Das war der Einfluss des Direktors Papa Salm, einem Pädagogen, einem Mathematiker. Ein Mathematiker als Direktor eines musischen Gymnasiums war selten. Papa Salm war Preuße und er war bereit in allem. Er hatte einen breiten Mund und ein weites Herz, möglicherweise auch einen breiten Rücken. Hinter einer riesigen Brille blickten den Schüler weit auseinanderstehende, weitsichtige Augen an, von denen man nicht wusste, ob sie seitlich vorbei, über dich drüber oder durch dich hindurch blickten. Dazu wackelte er leicht mit dem Kopf, was diese Nichtortbarkeit der Zielrichtung seines Blickes verstärkte. Salm war die Liberalität in Person. Leben und leben lassen, wahrscheinlich sein Führungsmotto. Ich vermute, dass sein liebster Satz war, Jungs, ist genehmigt. Die APO, die außerparlamentarische Opposition. Der erste und vermutlich einzige Schulstreik an dieser Schule fand anlässlich des NPD-Landesparteitags, der in Schwabach abgehalten wurde, statt und ging auf das Konto der Kommune, genauer gesagt auf Mattis Konto. Mattis agitierte im Pausenhof, aus immer anderen Grüppchen von Schülern, die auf dem Hof herumstanden, ragte er mit seinem grauen Zweireiher und seinem rosig-blonden Kopf heraus. Er beschwor sie, nach der Pause nicht in ihre Klassenzimmer zurückzukehren und damit zu erzwingen, dass die Schülerschaft gemeinsam mit der Nürnberger APO an der Demonstration gegen die NPD teilnehmen ließe. Einige Lehrer stießen wüste Drohungen aus, als die Schülerschaft tatsächlich nach dem Klingeln im Pausenhof stehen blieb. Die anschließende Diskussion mit Papa Salm ergab einen Kompromiss,
dem das Streikkomitee zustimmte. Alle Schüler der Oberstufe sollten Gelegenheit erhalten, bis zur zweiten Pause mit ihren Klassenleitern über den Faschismus und die NPD zu diskutieren. Anschließend gäbe es die letzten zwei Schulstunden frei und jeder könne machen, was er wolle. Es war die erste Demo meines Lebens. Antifaschistisch eingestellte Eltern, eine Mitschülerin, hatten eine Bäckerei direkt neben der Stadthalle, in welcher der NPD-Parteitag stattfand. Vom ersten Stock aus konnten wir Transparente so platzieren, dass jeder, der vor der Halle stand oder sie betrat, sie sehen musste. Wir waren wenige Meter von den Neonazis entfernt und warfen mit Farbbeuteln. Damals waren die Neonazis noch die alten Nazis. Und hier muss ich nun ergänzen, lieber Sepp, unter denen, die aus Erlangen und Nürnberg von der APO zur Verstärkung nach Schwabach gefahren waren, war auch der junge Universitätsdozent Elmar Altvater. Aus Frustration, dass wir den NPD-Parteitag nicht hatten verhindern können, waren etwa 100 von uns losdemonstriert und hatten das in der Nähe gelegene DGB-Haus besetzt. Dort hatte sich alsbald Elmar Altvater an den Tisch des DGB-Sekretärs gesetzt und diktierte mir in die Schreibmaschine ein Flugblatt, das wir gleich dort hektografierten und verteilten, indem wir schärfstens die rechten DGB-Führer kritisierten für ihr mangelndes Engagement gegen den Neofaschismus und die Kolleginnen und Kollegen in Betrieben aufforderten, ihren Führern endlich Beine zu machen. Soweit der Einschub. Zurück in die Schule. Jeden Mittag in der zweiten Pause gab es in der Aula eine Andacht, von Lehrern oder Schülern gestaltet, zu der die Schulfamilie eingeladen war. Dort wurden Bibelverse gelesen und Lieder gesungen. Eine Veranstaltung, die von Schülern nicht eben stark frequentiert war. Matthias hatte die Idee, die Andacht umzufunktionieren zu einem antikapitalistischen Agitprop-Theater. Es war Weihnachtszeit, und Wolfgang und Mattis meldeten die Andacht bei unserem Religionslehrer an. Skepsis kam auf. Was wollen die Kommunarden mit einer Weihnachtsandacht? Aber man wollte es uns nicht verwehren. Gute, evangelische, aufgeklärte Tradition. Zur Aufführung kommen sollte ein Stück des Kabarettisten Martin Morlock über den weihnachtlichen Konsumterror. Mit Texten und Chorälen voller Spott und Ironie. Ich vertonte die Choräle im mehrstimmigen Satz. Diesmal war die Aula bis auf den letzten Platz besetzt. Auch einige Lehrer waren gekommen. Das Echo auf unsere verfremdete Andacht war widersprüchlich. Einige bezichtigten uns der Gotteslästerung, andere, auch ein Lehrer, bedankten sich für unsere Mühe und fanden die Aussagen durchaus geistreich, ja geistlich. Bertolt Brecht lasen wir im Deutschunterricht, schätzten ihn aber vor allem als sozialistischen Autor, als Genossen. In Eigeninitiative wollten wir sozialistisches Lehrtheater aufführen. Wir entdeckten den Dachboden der Schule, einen staubigen Ort unter altem Gebälk, als idealen Ort für unser Projekt. Nachdem einige Versprechen abgegeben wurden, nicht zu rauchen, die Brandschutztüren zu schließen und ähnliches, genehmigte uns Papa Seim das Theaterspielen auf dem Dachboden. Wir gründeten das Theater im Dachboden, probten dort Brecht-Stück der Ja-Sager und der Nein-Sager, welches wir in der minimalistischen Tradition des japanischen No-Spiels inszenierten. Eine eingehende theoretische Diskussion ging voraus, in der wir die Aussage zuerst verinnerlichten, bevor wir das Stück probten. Das Ganze benötigte keine Lehre. Wir luden Mitschüler und Lehrerschaft ein, auch das benachbarte naturwissenschaftliche Gymnasium und die Presse. Trotz der marxistischen Aussagen erhielten wir großes Lob für die Initiative und die Inszenierung und einen Artikel mit Foto in der örtlichen Zeitung, dem Schwabacher Tageblatt. Das waren die Tage der kämpferischen Abiturreden, der Provokationen und Skandale an Schulen und Universitäten, die Tage der Aufbrüche, die Tage versuchter Basisdemokratie. Es waren die Tage, in denen Franz Josef Degenhardt und Wolf Biermann
den Aufstand der Studenten gegen die Repressivität der Wirtschaftswundergesellschaft ebenso wie gegen das sozialistische Establishment der DDR, gegen den Vietnamkrieg ebenso wie gegen den Einmarsch der Sowjettruppen in Prag, gegen den amerikanischen wie den sowjetischen Imperialismus mit ihren Liedern begleiteten. In diesen Tagen trat auch in mein Leben die Gitarre als Waffe der Revolution. Die neuen deutschen Liedermacher sangen uns aus der Seele. Degenhardt mit seinen süffisanten, gesellschaftskritischen, aber auch sehr lyrischen Texten und Biermann mit seinem proletarischen Temperament und seinen jiddischen Melodiebögen. Songs wie Santa Shea oder Komm, sing uns mal ein schönes Lied von Degenhardt oder Drei Kugeln auf Rudi Dutschke und Schon senkt das deutsche Dunkel von Biermann übte ich ohne Unterlass. So wurde die Gitarre schnell zur ernsthaften Rivalin des Tasteninstruments. Die Motivation, mir selbst das Gitarrespielen beizubringen, war enorm, sicherlich auch wegen Martina, der Genossin, die auch Gitarre spielte und deren Bewunderung ich erregen wollte. Innerhalb weniger Wochen zupfte und schlug ich das Instrument schon ganz gut. Das Cellospielen hatte ich in Lauingen noch praktiziert, dafür hatte ich jetzt immer meine Gitarre dabei. Zu jeder Zeit konnte ich darauf Songs begleiten, Soli zupfen, improvisieren. Sie wurde ein Teil von mir, zur schwarz-weißen Faszination der Tasten kam die des Griffbretts mit den 6 Saiten. Die Genossen trafen sich gerne in Horst Blomes erstem linken Bücherladen am Unschlittplatz in Nürnberg, eine Art Devotionalienladen unserer neuen marxistischen Gläubigkeit. Marxistische Literatur, Musik und wohlfeiler linker Kleinkram, Lenin, Mao oder Che Guevara-T-Shirts, Sticker mit antiautoritären oder marxistischen Parolen, Marx, Engels und Lenin-Büsten, die Worte des Vorsitzenden Mao, die Gesamtausgabe von Marx und Engels vom Dietz Verlag Ost-Berlin, die Zeitschrift Konkret, herausgegeben von Klaus-Rainer Röhl und Ulrike Meinhoff, für die auch Reich Ranitzky und Sebastian Haffner schrieben, Raubdrucke der Werke von Wilhelm Reich, dem Entdecker des Organon, von Melanie Klein und der Psychoanalyse des Kindes, Bücher zur antiautoritären Erziehung über Summerhill und Sexfront von sämtlichen Schriftstellern der Psychotherapie. Aber auch Schriften und Comics aus der Anarcho-Szene wie die Nürnberger Zeitschrift Peng. Das war alles wunderbar erregend und neu. Und man konnte dort die Elite der linken und anarchistischen Szene Nürnbergs treffen. Mathis und Thomas aber hielten sich weniger an diese abenteuerliche Polizszene. Sie suchten den Kontakt mit den, wie sie fanden, echten, von Arbeitskampf und Klassenbewusstsein gezeichneten Kommunisten, den Antifaschisten, mit den Genossen der DKP. Die Fortsetzung dazu findest du in meinen eigenen Worten, wie Jonas einfach von der Autobahn querfeldein zu einem roten Bauern fährt, atemlos seine Lebensgeschichte hört und einen Kommunisten kennenlernt, den er hemmungslos bewundert.